Hallo, ich bin Heber Ferras Leite, ein Amateur-Skifahrer. Heute möchte ich dir im Skigebiet Brunalm-Hohe Feitsch die Abfahrtskombination der Pisten 7, 8 und 13 zeigen. Warum mehrere Pisten auf einmal? Nun, organisatorisch ist es in diesem Skigebiet so, dass, ich übertreibe ein bisschen, jeder Hang eine eigene Pistennummer hat. Und diese Kombination ist aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit, ins Tal abzufahren von der Bergstation des Sesselliftes. Sowas wie die Familienabfahrt, ich weiß nicht, ob die offiziell so bezeichnet wird. Man genießt die Aussicht, wenn man mit dem Sessellift hinauffährt. Und oben angekommen geht's los. Es ist durchwegs blaue Abfahrt und auch eine relativ einfache blaue Abfahrt. Es gibt ein paar etwas steilere Hänge, steiler aus der Sicht eines nicht so geübten Skifahrers. Aber das ist durchaus eine Abfahrtskombination, die ich empfehlen würde, auch mit Kindern oder wenn man das Skifahren lernt. Am Anfang ist alles sehr flach. Man hätte hier die Möglichkeit, vorne links zu fahren, aber das stelle ich dir in einem anderen Video vor. Wir fahren auf der rechten Seite, rechts von diesen Bäumen, dort wo diese Schneelanzen sind, da oben. Das ist dann die rote Piste, aber es ist derselbe Hang. Ich weiß nicht, warum auf der linken Seite blau und auf der rechten Seite rot ist. Rechts ist eine Spur enger und links ist breiter, also links ist einfacher zu fahren. Man nimmt ab dieser Stelle ein bisschen Tempo auf, wenn man möchte, weil es etwas steiler wird. Ja, es war ein kurzes Flachstück und jetzt wieder einen Hang. Wenn man den Schuss hinunterfährt, fährt man knapp über 70 km/h, habe ich schon mal ausprobiert. Vielleicht siehst du, dass der Schnee nicht so glatt ist. Der Tag, an dem ich dort war, war ein sehr komischer Tag vom Wetter. Es hat am Vormittag nämlich geregnet und der Schnee war da natürlich sehr nass. Und dann kam die Sonne raus und es hat 10 Grad oder was gehabt. Und es war ein sehr schwerer, sehr frühlingshafter Schnee. Dadurch war ein wirklich schnelles Fahren nicht möglich. Aber ich genieße es trotzdem immer, in den Bergen auf der Piste zu sein. Für mich ist die Hohe Feitsch sowas wie ein Geheimtipp. Von mir zu Hause von Wien 1 Stunde 20 Fahrzeit, nicht überlaufen, schöne Aussicht, was will man mehr? Ja, an dieser Stelle könnte man nach rechts fahren zum Sonnenkogellift, das ist ein Schlepplift, der uns wieder hinaufbringt, oder wie ich in diesem Video gemacht habe, nach links fahren und jetzt wechselt man auf den Hang, der als Piste 8 bezeichnet wird. Und das ist jetzt hier relativ eng, aber nicht so steil, wie es in der Kamera aussieht, kurioserweise. Meistens sieht es in der Kamera flacher aus, als es ist. Ich bin der Meinung, es sieht hier steiler aus, als es in Realität ist. Nur wie bei solchen Engstellen üblich, häuft sich natürlich auf den Seiten der Schnee und in der Mitte ist etwas glatter, wobei bei dem heute weichen, nassen Schnee war es überhaupt nicht glatt, aber das ist das, was halt an solchen Engstellen passiert. Ja, hier links könnte man zu einem anderen Schlepplift, dem Brunalm-Lift, aber stattdessen fahre ich hier geradeaus hinunter, lasse den Ski jetzt wieder laufen und dann ist unten auf der rechten Seite wieder die Talstation des Sessellifts. Nur der schwere Schnee hat meine Beine müde gemacht und ich bin auf eine Pause eingekehrt in dem schönen Restaurant mit der Sonnenterrasse. Das war die Abfahrt 7813 auf der Hohen Feitsch. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht.